So, willkommen bei Out of Supply. Heute gucken wir uns mal das Bier- und Brezel-Spiel Dog Sector an. Ein Solitär Wargame, was relativ simpel ist, aus dem Hause White Dog Games. Und ja, wenn ihr eine Idee habt oder es vielleicht sogar wisst, wie der Begriff Bier und Brezel entstanden ist, ob der aus dem Englischen kommt, aus dem Deutschen kommt und ins Englische übernommen worden ist, dann haut das einfach mal unten in die Kommentare. Ich bin da selber noch nicht weitergekommen. Würde mich mal interessieren. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Video. Das Setting von Dog Sector ist unschwer zu erkennen. Die Landung in der Normandie am 6. Juni 1944. Und wir befinden uns hier in einem von 10 Landungssektoren und einer davon ist eben der Dock-Sektor. Das Spielziel, auch einfach zu erraten, ist eben meine Truppen von dem Strand wegzubringen und dann Richtung feindliche Stellung zu bewegen. Das mache ich, wie gesagt, über die Bewegung von einem Hex zu einem anderen Hex. Und letztendlich muss ich hier oben in dem Bereich die Stellungsgräben säubern von feindlichen Einheiten. Und je nachdem, wie viele von diesen Untersektoren ich nachher gereinigt habe, gesäubert habe, bringt mir das dementsprechend eine Punktzahl ein. Und das ist auch schon das ganze Spielziel. Die Hauptmechanik bei Dog Sector ist natürlich das Würfeln und die Bewegung meiner Truppen über die verschiedenen Hexfelder. Es ist eben ein sehr zufallslastiges Spiel, klar, alles wird ausgewürfelt. Ich würfel am Anfang der Runde aus, wie viele Truppen überhaupt landen in diesem Zug oder in dieser Runde. Dann wird für die deutsche Artillerie gewürfelt, wo ich über die Würfel feststelle, in welchem Sektor jetzt der Artillerieeinschlag ist. Dann würfel ich eben für die Deutschen, die auf meine Truppen feuern. Und dann eben würfel ich für die Truppen, die dann halt vom Strand aus zurück auf die Deutschen feuern. Und das ist eben ja, die Hauptmechanik. Okay, schauen wir uns hier mal den Ablauf einer Runde an. Dazu gibt es diese Spielerhilfe. Die ist mit dabei. Die bringt halt die ganzen Phasen hier oben nochmal. Na, wo sind sie? Da auf den Punkt. Also es gibt zuallererst die Phase Land American Units in den ersten 8 Zügen und in den letzten 4 Zügen gibt es dann halt nichts mehr. Wie funktioniert das Ganze? Land American Units. Als allererstes würfel ich alle drei Würfel, die dabei sind, und die Zahl, die dann addiert dabei rauskommt, sind meine Anzahl an Einheiten. Ich habe jetzt hier eine 10, eine 12 gewürfelt, also 12 neue Einheiten kommen diese Runde dazu. Dazu hat dieses Spiel diese beiden Marker hier, Number US Troops Landing. Ich kann mir leider noch nicht erklären, wie ich mit diesen beiden Markern mir jetzt diese Zahl 12 merken soll. Keine Ahnung, bin ich noch nicht hintergestiegen. Ja, vielleicht muss man die irgendwo hinpacken. Keine Ahnung. Gut, 12 Einheiten. Dann sind wir im nächsten Schritt des ersten Punktes. Wir müssen jetzt 12 verschiedene Einheiten machen. Wie mache ich das bei dem Spiel? Na klar, die werden auch wieder erwürfelt. Das Ganze läuft wie folgt ab. Ich habe hier mein Würfelwert. Ich habe hier meine verschiedenen Einheiten sortiert nach Infanterie, Bazooka-Tanks, Leader und Pioniere. Und ich würfel jetzt, kann man auch gleichzeitig machen, hintereinander, sag's die Anleitung. Ich würfel den ersten Würfel. Das ist praktisch die Spalte, in der die Einheit landet, das ist die Spalte Nummer 5, dort im Sektor 5, also im 5er Sektor landet eine Einheit 5 und die 5 ist hier eine Infanterieeinheit. Das heißt, ich passe jetzt
Mein Spielplan dahingehend an, dass ich im Sektor 5-5, befinden sich gerade außerhalb des Sichtfeldes, hier drüben so ein bisschen, dementsprechend meine Infanterieeinheit platziere. So, da werde ich euch jetzt natürlich nicht mit nerven, wie ich das Ganze 12 Mal hintereinander mache. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, also, nachdem wir die 12 Einheiten ausgewürfelt haben, die haben wir jetzt hier weiter postiert. Wir haben ein paar Tanks dazu bekommen. Wir haben wieder Pioniere mit ihren Bangalores. Wir haben Infanterieeinheiten. Wir haben auch ein paar Forward Observer und wir haben auch einen Scharfschützen. Der ist ein bisschen weiter in dem Bereich gelandet. Und der hat ein Problem, weil er befindet sich auf einem Feld, was wirklich im Wasser ist, also nicht an einem Strand angrenzend. Und damit sind wir schon beim zweiten Schritt. Wir müssen all diese Felder, von denen gibt es genau 7, die eben nicht direkt an den Strand angrenzen, auswürfeln. Und da haben wir ein Problem, weil kann sein, dass die gleich wieder swamped sind. Das heißt, wir werden von der Welle gleich wieder weggeschwappt. Das heißt, wir würfeln mal für den Scharfschützen. Bei einer 6 ist er erledigt. Da haben wir die 6. Wunderbar. Scharfschütze ist weg. Dann haben wir hier die Infanterieeinheit mit einem Bewegungswert von 6 und einer Reichweite von 1 für das Feuern. Und die beiden Einheiten. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt hier haben wir Glück gehabt, die 4, wie gesagt, man würfelt für die Felder, nicht für die einzelnen Einheiten. Einmal eine 6 gewürfelt für so ein Feld, sind alle Einheiten dann auch futsch. Okay, dann sind wir auch schon bei der nächsten Phase des Zuges, bei der Off-Map Artillery, die halt uns hier am Strand beschießt. Ja, die deutsche Artillerie bombardiert den Strand, an dem wir hier gerade so schön gemütlich landen. Das funktioniert natürlich auch über Würfeln. Und dazu würfelt man 2 Würfel. Einer legt den Sektor fest und der andere dann den Untersektor. Und damit hat man dann, wie zum Beispiel hier bei dem Ergebnis, wir haben mal 2, 3. Muss ich schauen, in der Spalte 2, 3. Jawohl, das wäre dann hier. Da haben wir auch 2 Einheiten. Und die sind damit auch dann futsch. Der Engineer, der stirbt sofort und die Infanterie wird auf die reduzierte Seite gedreht. So, bei 3 nacheinander folgenden, oder bei insgesamt 3 Fehlschlägen der Artillerie, ist dann diese Phase dann auch beendet. Dafür gibt es ja auch nirgendwo einen mitrechnen, deswegen habe ich mir diese 3 Counter hier hingelegt, damit ich dann noch wie viel Schläge die Artillerie jetzt schon geleistet hat. Dann dürfen wir mal weiter. 4, 1. Das ist eine Spalte. Da befinden sich auch eben wieder 2 Einheiten und dann wird natürlich die Einheit von der Artillerie getroffen, die sich näher am an den deutschen Stellungen befindet. Und die sind ja dort oben. Also 4-2, 4-1 ist auch erledigt. Der kommt dann zurück in den Vorrat und so werden halt die 3 Schläge, die Artillerie-Schläge ausgeführt, bis halt letztendlich 3-mal daneben geschossen wurde. Okay, kommen wir zur nächsten Phase, der German Trench Fire Phase. Das ist also die Phase, wo die deutschen Verteidiger hier im oberen Bereich der Karte auf die anlandenden Truppen hier im unteren Bereich der Karte feuern. Und da gibt es halt ein paar Sachen zu beachten. Die sind aber, wie gesagt, hier auch nochmal auf der Seite aufgeführt. Es gibt zu beachten, dass alles, was ein MG ist, also die Pillbox und die Infanterie, die können eben auf keine Hexes feuern, wo sich ein Panzer befindet oder auf das Feld dahinter. Das heißt, da ist die Infanterie geschützt. Die geht also angelehnt an den Panzer mit vor. Und der Bazooka-Schütze hier oben hat natürlich hier diese rote Zahl, die 6 da stehen. Das heißt, er kann erst sein Ziel angreifen, wenn es sich innerhalb von 6 Feldern befindet.
Und hier unten muss man noch nichts weiter beachten. Wenn die nachher hier oben in diesem Hang sitzen, dann muss man noch ein, zwei, drei Punkte mehr beachten. Aber das ist halt in dieser Phase nicht notwendig. Das heißt, wir gehen von links, fangen wir einfach an. Hier haben wir eine MG-Pillbox. Die sucht sich das nächstgelegene Ziel aus. Dabei kann sie in den eigenen Sektor feuern oder sie kann in den benachbarten Sektor feuern. Das ist also möglich. Sie sieht hier unten die Combat Engineers, die mit ihrem Bungalow schon auf das Durchbrechen der Hindernisse warten und feuert einfach mal und würfelt eine 6. Na, das ist ja hervorragend. Und damit ist unser Combat Engineer auch Geschichte. Panzerfaust kann nicht schießen, Infanterie kann jetzt schießen. Die schießt auf den Forward Observer. Eine 2. Und das ist dann eben kein Hit. Die Infanterie trifft bei einer 5. Also da gibt es dann so einen Pin-Down-Marker, der mit dabei ist. Der wird dann auf die Einheit gelegt. Die kann sich nachher dann natürlich nicht bewegen. Mir ist auch noch schleierhaft, warum man nur so wenig Pin-Down-Marker hier mit ins Spiel gepackt hat. Habe ich auch noch nicht rausgefunden. Aber das sind definitiv zu wenig. Dann geht man weiter. Die Anti-Tank-Gun sucht sich natürlich das nächstgelegene Ziel, welches ein Panzer ist, und feuert darauf. Die Anti-Tank-Gun auch 1 bis 5 ein Fehlschlag, auch gehabt. 5 ist es, das heißt, die trifft den nicht. Wenn der Panzer nachher näher dran ist, das heißt, hier innerhalb von 10 Hexfeldern, dann wäre das schon ein Hit gewesen. Und dann schießt halt noch mal die Infanterie. Die sucht sich die Infanterie hier unten aus. Auch noch eins. Und schießt auch daneben. Das ist sozusagen die Feuerphase der Verteidiger. Kommen wir zur nächsten Phase. American Beach Activity. Das heißt, jetzt kann ich meine Einheiten bewegen und dementsprechend dafür sorgen, dass ich mit den Kräften, die ich unten habe, die Hindernisse versuche zu räumen und um dann in der darauffolgenden Phase dementsprechend in guter Schussposition zu sein. Jetzt sitze ich unten am Strand fest. Ich habe in der vorgehenden Runde erst meinen Combat Engineer verloren. Der hätte nämlich mit seinem Bangalore-Torpedo hätte der zwei angrenzende Hindernisse räumen können und danach weitere einzelne Hindernisse. Aber da es den gerade erwischt hat, haben wir hier unten nur noch einen vorgeschobenen Beobachter, einen Tank mit einer Infanterie. Wie gesagt, auf diesen Landungshexen, das ist praktisch die unterste Reihe der Hexfelder, gibt es kein Stacking Limit. Das heißt, da können so viele stehen wie immer. In den nachfolgenden kann ich immer bloß eine Einheit auf einem Hexfeld stehen haben. Das gilt zu beachten. Ich habe hier unten noch einen Exceptional Leader. Das ist also ein außergewöhnlicher Truppenführer, der sich gleich der Infanterieeinheit annehmen kann, weil auf dieser Obstacle Removal Capability Tabelle sieht man ganz gut, dass meine Combat Engineers alle drei Arten von Hindernissen, nämlich Stacheldrahtverhaue, gelegte Minen und Tankhindernisse mit einer AP, also mit einem Action Point praktisch räumen kann. Das kann bei den Landminen kein anderer. Das kann auch bei den Tank-Obstacles, bis auf die Tank selber, auch niemand. Man sieht hier die Infanterie mit einem Exceptional Leader. Das bedeutet, wenn ich meine Infanterieeinheit bewege und dort bewegt sich auch einer dieser Anführer mit hin, kann ich mit denen alle Arten von Hindernissen gegen Abgabe von einem Aktionspunkt Hindernisse räumen. Da ich also hier unten festsitze ohne meine Combat Engineers, bewege ich zuerst meine Infanterie nach vorne und eben auch meinen Führer der Einheiten dort mit hin. Und dann könnte ich eben dieses Tankhindernis gegen die Abgabe von einem Aktionspunkt pro beteiligte Einheit abgeben und packe dann hier so einen Cleared Marker. Jetzt muss man sich irgendwie merken, deshalb ist es eben auch so ein bisschen Bier und Brezel, dass man die Einheit bewegt hat, dass man das dafür ausgegeben hat, ist vielleicht für einen Anfänger auch ein bisschen schwierig, das denn zu behalten und zu koordinieren. Es gibt in der Regel Anweisungen auch keine
Regel, dass man sagt, okay, wenn man eine Einheit einmal bewegt hat, dann bewegt die sich danach nicht mehr. Also das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen, ja, muss man halt sehen. Und wie gesagt, dann kann ich mit der Einheit hier mit dem Tank vorrücken. Ich lasse die Infanterie erstmal hinten, weil der Tank hat einen Aktionspunkt von 4 pro Hex erstmal hier eins ausgeben. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3 würde der sich bewegen. Der ist bei den Barbed Wires. Der Tank hat da eben 0. Wie gesagt, dann würde der Stacheldraht eben hier auch geklärt sein. Und dann komme ich eben zu den bösen, bösen Landminen, die hier ausliegen. Das hat man in dem Spiel eben irgendermaßen geregelt, dass man gesagt hat, okay, die Einheit, egal welche, bewegt sich auf das Feld. Außer natürlich der Combat Engineer, der kann sie gegen einen Aktionspunkt wieder clearen. Aber alle anderen Einheiten bewegen sich auf diese Felder, müssen dann würfeln. Und bei einer 4 bis 6 ist dann die Mine ausgelöst. Davor passiert eben nichts. Das heißt, ich kann eben auch hier unter den Tank einen Cleared-Marker legen. Und damit habe ich mein Fahrzeug schon in eine gute Schussposition gebracht. Aber der Tank hat ja, wie gesagt, hier unten rechts keine rote Nummer, die ihn irgendwie limitieren würde in seiner Reichweite. Deshalb kann er von da aus im Feuer. Ja, dann bewege ich die anderen Einheiten nach. Ich kann also, wie gesagt, durch andere Einheiten durch. Ich kann mich mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6 mit dem Scharfschützen hier bewegen. Der muss nämlich auch bis auf 8 Hexes ran. Das heißt, der ist dann im Bereich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, ab dieser Hexreihe kann erstmal ein Scharfschütze wirken. Den muss ich also nach vorne bringen. Und die Infanterie kann dann eben nachrücken. 1, 2, 3, 4, machen wir 5 ab ins Minenfeld. Ausgelöst. Nein, Glück gehabt. 1. Also haben wir das Ding auch geklärt. Also 5 Bewegungspunkte plus ein Aktionspunkt für das Auslösen der Minen hier. Und damit sind wir bei 6 Aktionspunkten. Mein Forward Observer, den kann ich eigentlich kurz nachziehen, aber letztendlich ist der dann gleich uneingeschränkt in seiner Reichweite in der nächsten Phase, der American Fire Phase. Okay, kommen wir zur American Fire Phase. Das ist die Phase, in der die amerikanischen Truppen sich ein gültiges Ziel aussuchen. Und das heißt, wir sind wieder, können wir auf den eigenen Sektor schießen oder auf den benachbarten Sektor. Es gibt keine Aktionspunkte. Es muss lediglich die limitierte Reichweite von den Einheiten beachtet werden. So können eben jetzt hier unten aus dem Sektor oder aus dem Bereich, in dem wir uns jetzt befinden, in die aus dieser Entfernung heraus lediglich der Tank schießen und unser Forward Ship Observer. Und da gibt es dann hier unten in dem Bereich die Feuertabelle dafür. Und ja, mit dem Tank können wir, fangen wir an. Und unser Tank, wie gesagt, er schießt auf die MG-Pillboxen oder auf die Anti-Tank-Gun. Der kümmert sich nicht um den kleinen Scheiß wie Infanterie und so weiter. Und bei einer 6 hätte er den auch getroffen. Wir haben eine 5 gewürfelt. Das war es auch schon mit der Einheit. Und dann haben wir hier noch den Forward Ship Observer. Der ist natürlich recht mächtig. Der kann relativ frühzeitig auf alles schießen, was sich da bewegt. Leider natürlich auch auf einer 6, wenn er sich dann weiter, genau wie der Scharfschütze, innerhalb von 8 Hexen hier, Hexfeldern befindet, kann er da eben bei einer 5 und einer 6 treffen. Problem ist, dass er dieses Offshore Shipfire anfordern kann. Und in dem Spiel gibt es halt Friendly Fire. Das heißt, wenn er dort ein Ziel durchgibt, dann kommt es halt zu Friendly Fire, wenn sich innerhalb von diesem Hexfeld, was beschossen wird, innerhalb von 3 Hexfeldern eine amerikanische Einheit befindet. Und die kann es dann eben auch erwischen. Und ja, deshalb sollte man damit dann im späteren Verlauf vorsichtig sein, um nicht das Feuer auf die eigenen Leute zu lenken. Und wir feuern jetzt mit dem Ship Observer nochmal. Und wir können auf jegliche Einheiten schießen. Ich schieße natürlich auf die Antitankern, die meinem Panzer gefährlich werden kann. Und würfel eine 2. Und damit war das auch mal wieder nichts. Das beendet praktisch die verschiedenen Sequenzen einer Runde. Am Ende des Zuges werden alle Pint-Marker entfernt, Pint-Down-Marker. Diese Einheiten können natürlich, haben sich dann können natürlich nicht mehr feuern in dieser Phase. Und die werden entfernt
Und falls das Spiel dann am Ende der 12. Runde angekommen ist, wenn man so lange durchgehalten hat und es auch noch geschafft hat, hier in dem oberen Bereich Gräben von feindlichen Einheiten zu befreien, also alle Counter, die da liegen, zu befreien, dann gibt es dementsprechend Punkte von 1 bis 6 und eine jeweilige Einschätzung der Leistung. Zu den Regeln gibt es auch nicht viel zu sagen. Wie gesagt, ein ganz dünnes Regelheftchen. Das sind praktisch 2 A4 Blätter, die man durcharbeiten muss. Hier sind alle Phasen einzeln beschrieben. Auf der Rückseite gibt es nochmal eine Geländetabelle. Auch das zeichnet halt die Einfachheit des Spieles aus, dass ich eben wirklich nur 2 Geländetypen habe, bei denen ich 2 Aktionspunkte ausgeben muss. Ansonsten alle anderen Geländearten verlangen einen Aktionspunkt, um sich hineinzubewegen. Es ist auch nochmal eine Spielerhilfe beigelegt, die ist aber mehr oder weniger überflüssig, sage ich mal. Man hätte halt diese eine Tabelle, die mir angibt, welche Einheiten da noch landen. Eigentlich ist sie hier sogar drauf. Also die Spielerhilfe ist komplett überflüssig, weil ich habe hier oben in dem Bereich den Rundenanzeiger, dann habe ich nun die Spielsequenz, also welche Schritte ich in einer Runde alle zu vollziehen habe und habe dann hier die entsprechenden Tabellen, die ich dann konsultieren muss, wenn ich meine Würfel gewürfelt habe. Das ist also alles hier drauf. Die Karte ist nicht gemountet, das heißt, das ist eine Papierkarte, ist relativ dickes Papier, aber jeder gute Wargamer, der ein bisschen was auf sich hält, der hat für sowas natürlich eine Plexiglasplatte zur Verfügung, die wird dann rübergepackt und dann wälzt sich das auch nicht mehr. Grundsätzlich die Karte finde ich so ganz hübsch. Was ich sonst zu dem Spiel sage, erfahrt ihr jetzt gleich im nächsten Abschnitt. Ja, meine Meinung zu dem Spiel. Leider bin ich ein bisschen voreingenommen, weil ich natürlich schon andere Wargames gespielt habe, wie Stalingrad 42 von Mark Simonic oder anders etwas andere tiefer gehende Wargames. Und da kommt einem natürlich Doc-Sektor so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist ungewohnt. Man bewegt seine Einheiten und denkt jedes Mal, warte mal, irgendeine Regel habe ich doch bestimmt übersehen. Aber nein, bei diesem Spiel gibt es solche Detail- und Zusatz- und Ausnahmeregeln eben nicht. Das ist ein bisschen ungewohnt, wenn man schon öfter mal ein Wargame gespielt hat. Für den absoluten Anfänger ist es trotzdem eine Herausforderung, weil, wie gesagt, man würfelt zum Anfang zum Beispiel aus, wie viele Einheiten landen. 3x6 sind 18. Wenn ich hier 18 verschiedene Einheiten hier unten habe, ich habe eben auch noch verschiedene Einheitentypen, da kommt ein bisschen Taktik mit rein, welche Einheiten setze ich wo ein, aber das hat man natürlich relativ schnell raus, dass man zuerst die Panzer und die Pioniere vorschickt, um die Breschen in die Verteidigungslinien zu schlagen. Aber wie gesagt, wenn dann hier unten 18 Einheiten aufgereiht sind, dann mag das vielleicht den einen oder anderen Anfänger doch überfordern, obwohl es simpel ist. Obwohl es simpel ist, meine Einheiten dann zu bewegen. Ich würde mir das Spiel jederzeit mal wieder antun. Letztendlich würde ich es mit einer 7 von 10 bewerten, wenn man jetzt mal den Boardgame Geek Maßstab anlegt. Vielleicht Negativpunkt ist für mich, das ist hier hinten ausgelegt, 90 Minuten. Man würfelt sich 90 Minuten hier einen ab und da ist ein bisschen der Witz an der ganzen Sache, dass man hier diese Mini-Würfel hat, die, wenn man ein bisschen nicht aufpasst, die zwischen den Fingern hängen bleiben, weil die halt so mini sind. Da würfelt man halt wirklich 90 Minuten mit diesen Mini-Würfeln. Und die 90 Minuten ziehen sich dann, weil man hier unten, also man macht hier 3/4 des Spielplanes immer das Gleiche. Man räumt die Minen, man räumt die Dinger hier weg, die Hindernisse. Und man hat die Einheiten, die Infanterieeinheiten können zum Beispiel nur auf angrenzende, also sie haben eine Schussreichweite von 1, dort bekämpfen. Und es ist dann wirklich, es zieht sich ein bisschen und meiner Meinung nach ist es eben zu lang. 90 Minuten, das ist für das Spiel, was es nachher präsentiert oder was es transportiert, für mich dann doch zu lang, da passiert zu wenig.
Aber wie gesagt, eine 7 von 10 ist ja kein Weltuntergang. Und deshalb würde ich für Anfänger Doc Sector empfehlen. Für Fortgeschrittene würde ich es wahrscheinlich nicht empfehlen, das Ding sich nochmal anzutun und zu kaufen.